und darf aufrufen den Tagesordnungspunkt 1. Das sind die mündlichen Fragen für die Fragestunde in der 33. Plenarsitzung heute am Dienstag, dem 18. Februar 2020, Drucksache 20-21829. Wir beginnen mit der Frage aus der letzten Fragestunde. Das ist die Frage 214. Und Fragestellerin ist die Kollegin Ravensburg, die vorbildlicherweise schon auf ihr Knöpfchen gedrückt hat. Bitte schön, Frau Kollegin. Herr Präsident, ich frage die Landesregierung. Wie fördert die Landesregierung die Wertevermittlung im Schulalltag? Herr Staatsminister Prof. Lorz. Frau Abgeordnete Ravensburg, die Wertevermittlung ist sicherlich eines der wichtigsten gesellschaftlichen Bildungsvorhaben, und die Landesregierung misst ihr daher eine entsprechend hohe Bedeutung bei. Die Schulen und Bildungseinrichtungen in Hessen folgen der Werteorientierung des Hessischen Schulgesetzes, welche sich ihrerseits nach der Verfassung des Landes Hessen und dem Grundgesetz richtet. Insbesondere möchte ich auf die Paragraphen 2 und 3 des Hessischen Schulgesetzes hinweisen, die den Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schulen in Hessen darstellen. Und ich darf Ihnen das im Folgenden herunterbrechen auf die einzelnen Schulstufen. Um mit der Primarstufe, also mit der Grundschule, zu beginnen, da ist der Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren maßgeblich. Und der sieht vor, dass Kinder das Demokratieprinzip als gelebte Alltagsdemokratie erleben. Die Kinder erwerben demokratische Kompetenzen wie Gesprächsregeln und Gesprächsdisziplin, Akzeptanz von Mehrheitsentscheidungen, die Erfahrung des Einwirkenkönnens auf die eigene Umgebung sowie Sicherheit im Umgang mit demokratischen Aushandlungsprozessen. Zu den Werten und Orientierungskompetenzen, die der Bildungs- und Erziehungsplan nennt, gehören das Gefühl der Zugehörigkeit zur eigenen Kultur, die Sensibilität für und die Achtung vor Andersartigkeit und Anderssein, solidarisches Handeln, sozial und ökologisch verantwortlicher Umgang mit der eigenen Handlungsfreiheit sowie Unvoreingenommenheit gegenüber Personen mit anderen Werten, Einstellungen und Sitten, ferner die Anerkennung des anderen Geschlechts als gleichwertig und gleichberechtigt. In der Sekundarstufe 1 werden überfachliche Kompetenzen für alle Fächer und für alle Schulformen in den Kerncurricula beschrieben. Von besonderer Relevanz ist hier der Aufbau von Sozialkompetenz. Grundlage ihrer Entwicklung ist eine soziale Wahrnehmungsfähigkeit. In Interaktionen sollen die Lernenden Rücksichtnahme und Solidarität entwickeln. Kooperation und Teamfähigkeit werden ebenfalls in ihrer zentralen Bedeutung für ein erfolgreiches gemeinsames Lernen beschrieben. Bei auftretenden Spannungen soll den Lernenden ein angemessener Umgang mit Konflikten gelingen. Zur Sozialkompetenz gehören weiter die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung, die aktive Ausübung von Gestaltungsrechten sowie ein Handeln, das zur interkulturellen Verständigung beiträgt. Und dann kommen wir zur Sekundarstufe 2, also zur gymnasialen Oberstufe. Dort sind ebenfalls im Kerncurriculum wertebewusste Haltungen als Lernziel verankert. Dazu gehören Kategorien wie Respekt, Gerechtigkeit, Fairness, Eigentum und friedliche Gesinnung im Geiste der Völkerverständigung. Die Schülerinnen und Schüler sollen ethische Normen sowie kulturelle und religiöse Werte kennenlernen, reflektieren und auf dieser Grundlage eine Orientierung für das eigene Handeln gewinnen. Darüber hinaus geht es um demokratische Normen und Werthaltungen im Sinne einer historischen Weltsicht und die Möglichkeit, daraus Rückschlüsse auf das eigene Leben in der Gemeinschaft zu ziehen. Gleichfalls fächerübergreifend ist im Kerncurriculum für die gymnasiale Oberstufe interkulturelle Kompetenz im Sinne des Stiftens kultureller Kohärenz verankert. Das Hessische Kultusministerium gibt mit dem Hessischen Referenzrahmen für Schulqualität Hilfestellungen, um im Rahmen der Schulentwicklung nachhaltig unter anderem an der Werteorientierung der Schülerinnen und Schüler im sozialen Gefüge der Klasse zu arbeiten. Des Weiteren werden natürlich in einzelnen Unterrichtsfächern wie Politik und Wirtschaft, Geschichte, Ethik, Religion oder Deutsch grundsätzliche Werte vermittelt, die ihre Grundlage in den jeweiligen Kerncurricula finden. Auf den Vortrag der Einzelheiten verzichte ich allerdings insoweit. Hinweisen möchte ich allerdings noch auf die 2019 erschienene praxisorientierte Handreichung des Kultusministeriums zu Grundrechtsklarheit, Wertevermittlung und Demokratieerziehung. Damit werden Lehrkräfte aller Schulen und Unterrichtsfächer bei der Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrags im Bereich der Wertevermittlung und Demokratiebildung unterstützt, und ihnen wird gleichzeitig eine auf den Grundwerten unseres Grundgesetzes basierende Orientierung im Umgang mit Extremismus und Konfliktsituationen geboten. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Die nächste erste Zusatzfrage hat die Fragestellerin schon selbst, Frau Kollegin Ravensburg. Herr Minister, eine der wichtigen Aufgaben in den Schulen ist ja auch die Antisemitismusprävention. Wie kann die Landesregierung die Schulen hierbei unterstützen? Herr Staatsminister. Frau Abgeordnete, Sie haben vollkommen recht. Alle diese Themen, die sich im weitesten Sinne um Antisemitismus, Shoah und natürlich um die Zeit des Nationalsozialismus drehen,
spielen ebenfalls fachübergreifend eine wichtige Rolle und werden in vielen Fächern angesprochen. Das gilt für Geschichte, Deutsch, Politik und Wirtschaft natürlich, die modernen Fremdsprachen, aber auch über das Medium Literatur. Insbesondere in der Sekundarstufe 2, da ist natürlich die Beschäftigung damit besonders angesagt, gehören der Nationalsozialismus, seine Gewaltverbrechen und der Völkermord an den europäischen Juden sowie an Sinti und Roma zu den Themen, die verbindlich festgelegt sind, auch als Grundlage für die schriftlichen Abiturprüfungen und die Abiturprüfungen im 4. bzw. 5. Prüfungsfach. Ich habe einen Erlass herausgegeben, 2018, zum Thema Antisemitismus in der Schule, wonach alle Schulen antisemitische Vorfälle der für ihre Schule zuständigen Schulaufsicht melden sollen. Und wir planen als Kultusministerkonferenz gemeinsam mit dem Zentralrat der Juden die Erarbeitung einer gemeinsamen Empfehlung zum Umgang mit Antisemitismus. Ich kann auch noch Projekte nennen wie die Netzwerklotsen, Antisemitismus-Extremismusprävention, wo wir sehr eng mit dem Innenministerium zusammenarbeiten. Mit der Bildungsstätte Anne Frank haben wir ein Projekt, wo jährlich mindestens 36 Workshops für Schülerinnen und Schüler durchgeführt werden zum Thema aktiv gegen Antisemitismus. Und schließlich, das wissen Sie, fördern wir natürlich auch noch den Charakter von NS-Gedenkstätten als außerschulischen Lernorten. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Nächste Zusatzfrage kommt von Herrn Kollegen Degen. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Herr Kultusminister, Sie haben zu Recht ja Ethik genannt als ein Fach, das ganz wesentlich ist für die Wertevermittlung. Können Sie uns sagen, ob dieses Fach, das ja Pflichtfach in allen Schulformen ist, ob das auch flächendeckend an allen Schulen auch dort Ethikunterricht angeboten werden kann, Herr Kultusminister? Herr Staatsminister Professor Lorz. Herr Abgeordneter Degen, noch sind wir nicht so weit, dass wir es wirklich flächendeckend überall anbieten könnten. Das hat etwas mit der Verfügbarkeit entsprechender Lehrkräfte, also von Lehrerinnen und Lehrern mit der entsprechenden Fakultas zu tun. Aber wie Sie ja beispielsweise auch an dem Haushaltsplan, der in dieser Plenarrunde zur Verabschiedung ansteht, sehen können, arbeiten wir kontinuierlich daran, um Lehrkräfte mit dieser Fakultas auszubilden. Und sobald diese Lehrkräfte da sind, werden sie natürlich dann auch in der Schule entsprechend eingesetzt. Vielen Dank. Nächster Fragesteller bzw. nächste Zusatzfrage kommt von Herrn Kollegen Dr. Grobe. Achso, ich bin jetzt vorne. Ja, bei mir nicht. Achso, jetzt geht's. Okay. Sehr geehrter Herr Minister, gilt die Wertevermittlung auch zum Totalitarismus allgemein, respektive zum Kommunismus, Sozialismus? Herr Staatsminister. Herr Abgeordneter Dr. Grobe. Die Wertevermittlung ist zunächst etwas Positives. Das heißt, es geht uns darum, darzustellen, welche Werte halten unsere Gesellschaft zusammen, was sind die Grundpfeiler, die im Grundgesetz festgelegt worden sind und nach denen sich unsere gesamte Verfassungs- und Gesellschaftsordnung zu richten hat. Die Beschäftigung mit den unterschiedlichen Phänomenen des Totalitarismus, und dabei sind selbstverständlich alle Phänomene des Totalitarismus erfasst, erfolgt dann sozusagen als Abgrenzung. Es ist das Gegenbild zu dem, was wir aber unseren Schülerinnen und Schülern positiv vermitteln wollen. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Frau Kollegin Geis, ich bedauere sehr, ich habe es auch zu spät gesehen, aber es ist so, wenn Sie eine Frage stellen wollen, können Sie immer auf Ihren Knopf da drücken vor sich. Dann kriege ich, wer der Erste ist, der hat die Nummer 1, wer der Zweite ist, hat die Nummer 2. Also das kann man sozusagen, dadurch wird es uns hier deutlicher, wer sich gemeldet hat, oder wir sehen es frühzeitiger. Die Einzige, die jetzt noch eine Frage stellen könnte, wäre die Fragestellerin selbst, Frau Kollegin Ravensburg. Die hat aber nicht das Bedürfnis zu einer weiteren Zusatzfrage. Dann rufe ich auf die Frage 220, eine Frage des Kollegen Steinraths. Kollege Steinraths, drücken Sie mal. Bitte schön. Ich frage die Landesregierung, wie unterstützen Sie die Schulen bei aktuellen Fragen zum Umgang mit digitalen Medien? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Steinraths, der verantwortungsbewusste, reflektierte und kreative Umgang mit digitalen Medien ist eine wichtige Schlüsselkompetenz für die Teilhabe an der heutigen Gesellschaft. Mit dem Beschluss der Strategie Bildung in der digitalen Welt hat sich die Kultusministerkonferenz schon vor einigen Jahren darauf verständigt, dass ab dem Schuljahr 2018/19 Schülerinnen und Schüler, die neu in die Primarstufe bzw. in die Sekundarstufe 1 eintreten, bis zum Ende ihrer Pflichtschulzeit entsprechende Kompetenzen erwerben sollen. Mit dem Landesprogramm Digitale Schule Hessen werden die Rahmenbedingungen dafür ausgebaut, die Schülerinnen und Schüler in ihrem Kompetenzerwerb bestmöglich zu unterstützen. Dafür werden die Angebote zur pädagogischen Unterstützung für Schulen kontinuierlich erweitert. Mit dem Praxisleitfaden Medienkompetenzbildung in der digitalen Welt
gibt das Hessische Kultusministerium den Schulen ein Instrument an die Hand, das sie bei der Vermittlung dieser Kompetenzen im täglichen Unterricht unterstützt. Der Praxisleitfaden stellt dafür gewinnbringende Anknüpfungspunkte zwischen dem Fachunterricht und der unterstützenden Arbeit mit digitalen Medien her. Er ergänzt den Unterricht in allen Fächern und leistet damit einen wertvollen Beitrag zur Förderung der Schlüsselkompetenzen. Darüber hinaus sollen Chancen genutzt werden, die digitale Medien für das individualisierte Lernen bieten. Der Praxisleitfaden enthält deshalb auch Unterrichtsbeispiele für die einzelnen Fächer, die über die Internetseite des Hessischen Kultusministeriums bzw. die Internetseiten der Kooperationspartner zugänglich sind und sukzessive erweitert werden. Wir bauen das Beratungsangebot für Schulen aus, um sie verstärkt bei der Erarbeitung von Medienbildungskonzepten zu unterstützen, da diese den pädagogischen Rahmen für den Einsatz digitaler Medien im Unterricht und die Medienkompetenzförderung darstellen. Dafür wurde die Fachberatung Medienbildung an allen staatlichen Schulämtern aufgestockt. Und die zentrale Rolle beim Aufbau von Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien kommt natürlich den Lehrkräften zu. Deshalb stellt die Hessische Landesregierung über die Lehrkräfteakademie und über die staatlichen Schulämter Fortbildungsangebote zum Einsatz von digitalen Medien im Unterricht und zur Medienkompetenzförderung zur Verfügung. Darüber hinaus werden Fortbildungen und schulische Medienprojekte mit Kooperationspartnern angeboten, so zum Beispiel Fortbildungen zum Einsatz von Lernplattformen, zum Arbeiten mit dem elektronischen Portfoliosystem Mahara, zum kompetenzorientierten Unterrichten und zur individuellen Förderung mit digitalen Medien, außerdem zur Qualifizierung von Jugendmedienschutzberatern und zum Erlernen des verantwortungsvollen Umgangs mit dem Internet in Grund- und Förderschulen. Auch wird über die Hessische Lehrkräfteakademie Unterstützung bei der Durchführung von pädagogischen Tagen an Schulen angeboten. Und schließlich darf ich noch darauf hinweisen, dass im Rahmen des Landesprogramms Digitale Schule Hessen auch gemeinsam mit dem Digitalministerium die Einrichtung einer Servicestelle für verantwortungsvolle Mediennutzung geplant ist. Sie soll einen Anlaufpunkt für Fragen und Beratung rund um die Stärkung der Medienkompetenz bieten. Der von der Landesregierung eingesetzte Rat für Digitalethik, der Leitlinien in allen gesellschaftlichen Bereichen und damit auch im Hinblick auf Kinder und Jugendliche entwickelt, wird den Aufbau und die inhaltliche Ausgestaltung dieser Servicestelle begleiten und zielgruppengerechte Angebote konzipieren. Ziel ist es, die Sensibilisierung aller Akteurinnen und Akteure für eine verantwortungsvolle Mediennutzung in einer digitalen Welt zu fördern. Deswegen sollen sich beispielsweise auch Eltern an diese Stelle wenden können. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Die Kollegin Klaus kennt sich natürlich brillant mit den Einrichtungen dieses Hauses aus. Und deswegen hat sie auch schon als Erste das Knöpfchen gedrückt. Und dann kriegt aber die nächste Zusatzfrage Frau Kollegin Geis, denn die hat es als Zweite gedrückt. Bitte schön, Kollegin Klaus. Herr Minister, wie werden die Schulen bzw. die Lehrkräfte denn genau bei den Fortbildungen zu digitalen Medien unterstützt? Herr Staatsminister. Frau Abgeordnete Klaus, dafür haben wir sozusagen oder entwickeln wir gerade ein ganzes Spektrum von Fortbildungsangeboten. Zum Beispiel planen wir im laufenden Jahr regionale Fachforen mit gezielten Angeboten zum Einsatz digitaler Medien im Fachunterricht. Schulen sollen für die Laufzeit des Digitalpakts außerdem die Möglichkeit erhalten, sich im Rahmen eines pädagogischen Tages in den verschiedenen Themenbereichen des digital gestützten Unterrichtens zu orientieren. Und wir arbeiten gemeinsam mit der Hessischen Lehrkräfteakademie außerdem zusätzliche Angebote zum Einsatz digitaler Medien im Fachunterricht. Und damit Schulen die Möglichkeit bekommen, flexibel auf die Fortbildungsbedarfe des Kollegiums zu reagieren, werden wir die Fortbildungsmittel im Schulbudget im Haushaltsjahr 2020 verdoppeln. Herzlichen Dank. Nächste Zusatzfrage kommt von Kollegin Geis. Ja, vielen Dank. Herr Kultusminister, ich habe die Frage, Sie haben sehr ehrgeizige Ziele vorgetragen der Hessischen Landesregierung zur Ausbreitung digitaler Bildungskonzepte. Meine Frage ist, bis wann wird die Hessische Landesregierung alle Schulen in Hessen soweit haben, dass sie gleichmäßig verantwortungsvolle digitale Bildungskonzepte für ihre Schülerinnen und Schüler auf gleichem Niveau anbieten können? Herr Minister. Frau Abgeordnete Geis, das ist natürlich ein fortlaufender Prozess, der wahrscheinlich nie an sein Ende gelangen wird. Allein schon deswegen, weil die Digitalisierung und die Möglichkeiten, die sie bietet, immer so rasant fortschreiten, dass sozusagen der pädagogische Umgang damit immer wieder neu trainiert oder entwickelt werden muss. Aber ich hatte Ihnen ja eben schon genannt, die Strategie der Kultusministerkonferenz Bildung in der digitalen Welt. Da haben wir uns auf das Schuljahr 2018-19 als Eingangsjahr, also für die neu hinzukommenden Jahrgänge 1 bzw. 5 verständigt, dass die bis zum Ende ihrer Schulzeit entsprechende Kompetenzen entwickelt haben sollen. Das heißt, Sie können jetzt rechnen, dieser Jahrgang ist durch die Grundschule durch im Jahr 2022. Dann sollte das also in der Primarstufe voll zur Anwendung kommen.
Und in der Sekundarstufe 1 dauert es natürlich logischerweise noch 2 Jahre länger. Das sind dann also im Jahr 2024, bis wir das wirklich mit allen Schulen durchhaben. 2024 ist aber zugleich auch der Endzeitpunkt für den Ablauf des jetzt geschlossenen Digitalpaktes. Also insofern passt das zusammen, zu sagen, dann wollen wir quasi mit einem ersten Durchgang allen Schulen ein entsprechendes Grundniveau vermittelt haben. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Weitere Zusatzfragen gibt es nicht. Damit kommen wir zur Frage 221. Fragestellerin ist die Kollegin Löber. Oder überdrücken Sie, dann kann ich es freischalten. Bitte schön. Dankeschön. Ich frage die Landesregierung, mit welchen Maßnahmen unterstützt sie das Digitalisierungspilotprojekt im Rahmen der COSME-Fazilität für kleine und mittelständische Unternehmen? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Löber, seit Oktober 2019 läuft der von der Generaldirektion Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien und dem Europäischen Investitionsfonds, dem EIF, entwickelte Digitalisierungspilot, der in die Kreditbürgschaftsfazilität COSME integriert wurde und vom EIF verwaltet wird. Der Pilot soll kleinen und mittelständischen Unternehmen den Zugang zu Finanzmitteln für Digitalisierungsmaßnahmen erleichtern, indem Kredite und Bankwirtschaften über Finanzintermediäre ausgereicht werden. Die COSME-Garantien betragen maximal 150.000 Euro, unterliegen einer Ausfalldeckungsquote von maximal 70%. Der EIF übernimmt also nicht das volle Risiko bzw. den vollen Betrag der Garantie als maximale Ausfallsumme, sondern nur den erwarteten Verlust auf einer vorab errechneten Portfoliobasis. Finanzinstitute, die als Intermediäre fungieren wollen, müssen sich bis Ende September 2020 beim EIF bewerben. In Deutschland sind für den Digitalisierungspiloten bisher keine Intermediäre gelistet. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau ist laut Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund des vergleichsweise niedrigen Kredithöchstbetrags von 150.000 Euro nicht interessiert. Ob eine Beteiligung für hessische Finanzinstitute in Frage kommt, müssen diese eigenständig prüfen und beurteilen. Die Landesregierung prüft derzeit gemeinsam mit der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, ob ihrerseits eine Inanspruchnahme der COSME-Produkte in Frage kommt. Das Angebot wird jedoch wegen des bereits genannten Kredithöchstbetrags und der Ausfalldeckungsquote auch aus folgendem Grund zurückhaltend bewertet. Mit dem Innovationskredit Hessen der WIBank, der in den sogenannten InnoFin des EIF eingebunden ist, kann bereits jetzt ein den COSME-Digitalisierungspiloten entsprechendes Angebot für fast jedes Digitalisierungsprojekt bis zu einem Kredithöchstbetrag von 7,5 Millionen Euro dargestellt werden. Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Damit kommen wir zu Frage 222. Fragesteller ist der Kollege Reul. Herzlichen Dank. Welche Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Verwaltung sieht sie durch die im März gestartete neue Service-Hotline? Herr Staatsminister Dr. Schäfer. Herr Präsident, Herr Abgeordneter Reul, meine Damen und Herren. Das doppische Rechnungswesen stellt eine erweiterte Informationsbasis zur Verfügung, die mit der Vermögens- und Ergebnisrechnung über die bloße Liquiditätsbetrachtung hinausgeht und entsprechend zusätzliche Informationen für eine nachhaltige Haushaltspolitik liefert. Oh, Entschuldigung, bin ich jetzt eins zu früh, eins zu spät? Oh, dann hoffentlich hat das Protokoll das gut vermerkt, dann brauche ich das nachher nicht noch mal fort. Jetzt habe ich auch dieses freundliche Lächeln des Staatssekretärs verstanden. Ich dachte, er lächelt mich an, aber hat frühzeitig gemerkt, dass ein Minister in der falschen Antwort ist. Bitte schön, Herr Staatsminister, Sie haben trotzdem weiterhin das Wort. So, um es kurz noch mal abzugleichen, es ist die Frage 222, die jetzt zu beantworten ist. Gut, dann ist es in Ordnung. Ja, so sorgt man auch dafür, dass man Aufmerksamkeit bekommt. Das ist ja ein Problem. Ja, die hessische Steuerverwaltung legt, wie Sie wissen, großen Wert auf eine serviceorientierte und bürgernahe Arbeitsweise. In allen 35 hessischen Finanzämtern sind daher Finanzservicestellen und Telefonfinanzstellen eingerichtet, die jährlich rund, und das ist ziemlich beeindruckend, wie ich finde, die Zahl 800.000 Besucherinnen und Besucher und 1,5 Millionen Anrufer bei Fragen rund um die Steuererklärung darüber hinaus mit Rat und Tat behilflich sind. Wir haben darüber hinaus im Frühjahr des vergangenen Jahres eine zentrale Service-Hotline mit Sitz in Hofgeismar eingerichtet, die montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr erreichbar ist,
wo Bürgerinnen und Bürger allgemeine Steuerfragen, die jetzt nicht ganz spezifisch ihren eigenen Steuerfall im Hintergrund haben, sondern Fragen zur, wie geht Elster, was muss man beim Start ins Berufsleben beachten, welche Besonderheiten gelten beim Eintritt ins Rentenalter etc. beantworten. Damit werden die Finanzbeamtinnen und Beamten in den Ämtern vor Ort entlastet und gibt aber gleichzeitig eine Chance, ein Kondensat an regelmäßig auftretenden Fragestellungen herauszufiltern und daraus dann wiederum die Servicequalität der Finanzämter auf den entsprechenden Internetseiten etc. verbessern zu können, um möglichst viele Fragen dann auch im Vorfeld schon bearbeiten zu können. Und nicht zuletzt war die Entscheidung, diese Servicestelle in Hofgeismar unterzubringen, auch ein wesentlicher Beitrag, 10 zusätzliche Arbeitsplätze in die eher ländlichen Räume unseres Landes zu bringen. Ja, herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Gibt es Zusatzfragen? Bitte, Herr Kollege Warnecke. Dankeschön, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Finanzminister, können Sie auch was zu den Nachteilen sagen? Staatsminister Dr. Schäfer. Mir sind bisher keine bekannt geworden. Gibt es weitere Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Damit kommen wir dann auch tatsächlich zur Frage. Zwar, bei der Frage waren wir schon. 223 in Vertretung für Kollegin Wallmann stellt Herr Kollege Banzer die Frage. Ich frage die Landesregierung, welche Vorteile sieht sie für das Land Hessen gegenüber anderen Bundesländern durch die kaufmännische Buchführung, die Bilanzierung und die damit verbundenen Geschäftsberichte? Herr Staatsminister. Herr Präsident, ich korrigiere Sie ungern. Bei der Frage waren wir noch nicht, nur schon bei der Antwort. Das ist an der Stelle. Ich hatte darauf hingewiesen, dass das doppische Rechnungswesen eine erweiterte Informationsbasis als Grundlage für eine nachhaltige Haushaltspolitik liefert. Die traditionelle Betrachtung von Einnahmen und Ausgaben, die kamerale Betrachtung, die im Wesentlichen auf die Liquidität fokussiert, wird nicht verdrängt, sondern lediglich ergänzt um zusätzliche Informationen, die den vollständigen Ausweis des Vermögens einschließlich der Entwicklung des Anlagevermögens und der Schulden, aber auch, und das ist ja ein wesentlicher Punkt der Unterscheidung, auch die implizite Verschuldung, denken Sie an den Rückstellungsbedarf für Pension und Beihilfe, entsprechend darstellt. Über die rein kamerale Betrachtung der Zahlungsströme und die Einhaltung der kameral ausgerichteten Schuldenbremse hinaus zeigt die DOPIK mit ihrer Ergebnisrechnung den im abgelaufenen Haushaltsjahr wirtschaftlich verursachten Ressourcenverbrauch und einschließlich der Abschreibung sowie der notwendigen Zuführungen zu den Rückstellungen. Insofern gibt es damit ein sehr viel umfassenderes Bild über die finanzielle Lage des Landes als solches. Mit unseren Geschäftsberichten leisten wir mittlerweile seit 10 Jahren ein relativ transparentes Bild im Verhältnis auch im Vergleich zu anderen Bundesländern von unserer entsprechenden Haushaltswirtschaft. Und dadurch, dass wir seit 2013 mit einem uneingeschränkten Testat von Wirtschaftsprüfern geprüft werden, ist auch das ein Alleinstellungsmerkmal Hessens im bundesweiten Vergleich. Ja, vielen Dank, Herr Staatsminister. Das funktioniert ja ganz wundervoll mit dem Drücken und der Technik. Erste Zusatzfrage, Frau Kollegin Geis. Ja, ich bin lernfähig. Vielen Dank. Meine Frage ist, wie beurteilt die Landesregierung unter dem Aspekt der kaufmännischen Berichterstattung, sozusagen der kaufmännischen Buchführung, dass in der Eröffnungsbilanz des Landes Hessens negatives Eigenkapital in der Höhe von 12 Milliarden Euro ausgewiesen ist und der Stand heute bei 120 Milliarden Euro liegt? Herr Staatsminister Dr. Schäfer. Das waren am Anfang des Jahres nicht 12, sondern 60, um es genau zu sagen. Aber jedenfalls ist es ein Zeichen dafür, dass jedenfalls die Bewältigung der großen Staatsschuldenkrise, die wir in den letzten 10 Jahren zu gewärtigen hatten, nicht ohne Kollateralschäden der öffentlichen Haushalte vorbeigegangen ist. Das haben wir ja auf allen staatlichen Ebenen gesehen, dass die Auswirkungen nach den Jahren 2008, 2009 überall spürbar waren. Gleichzeitig öffnet es aber auch den Blick auf die Gesamtsituation, denn zu häufig, auch in Debatten hier im Landtag, ist der Blick verengt worden auf die ausdrückliche, explizite Verschuldung am Kapitalmarkt von etwas mehr als 40 Milliarden Euro. Dass unsere Verpflichtungen, die wir eingegangen sind, gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in dem Rückstellungsbedarf, den ich eben nannte, eine mindestens ebenso nachdrücklich zu betrachtende finanzpolitische Größe sind, das eröffnet erst der doppische Blick.
Und wir werden sicherlich in den nächsten Jahren auch darüber intensiver noch zu diskutieren haben. Und ich bin dem Hause sehr dankbar, dass es am Ende der letzten Legislaturperiode mit dem Versorgungsrücklagengesetz noch eine Entscheidung getroffen hat, die es eben im Gegensatz zu anderen Bundesländern dem Land Hessen nicht erlaubt, die Versorgungsrücklage zum allgemeinen Haushaltsausgleich vor dem Jahr 2030 einzusetzen, sondern eine Verpflichtung beinhaltet, um die Belastungen abzufedern, wenn sie liquiditätswirksam sind, diese Versorgungsrücklage weiter aufzubauen. Das zeigt, dass diese entsprechende doppische Betrachtung am Ende auch zu politischen Handlungskonsequenzen führt. Und das halte ich ausdrücklich für richtig. Herzlichen Dank. Nächste Zusatzfrage stellt der Kollege Warnecke. Vielen Dank, lieber Herr Präsident. Sehr verehrter Staatsminister Dr. Schäfer, wie beurteilen Sie denn, dass wir jetzt im Rahmen der doppischen Buchführung feststellen, dass das Infrastrukturvermögen des Landes sich Jahr für Jahr verringert, der reale Straßenzustand sich auch Jahr für Jahr verschlechtert, aber nichts gemacht wird? Also zieht man da keine politischen Konsequenzen aus diesem Haushalt? Wozu denn das? Herr Minister. Herr Kollege Warnecke, ich muss Ihrer Ausgangsthese widersprechen. Wenn Sie sich die kaufmännischen Abschlüsse anschauen, steigt der Wert unseres Anlagevermögens von Jahr zu Jahr kontinuierlich an. Das Anlagevermögen steigt von Jahr zu Jahr kontinuierlich an. Insofern haben wir sozusagen mehr Vermögenswerte in unserer Bilanz zu bilanzieren und nicht weniger. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Weitere Zusatzfragen gibt es nicht. Die nächste Frage darf ich dann aufrufen. Sie Frage 226. Auch hier wieder stellt in Vertretung der Kollegin Wallmann der Kollege Banzer die Frage. Bitte schön, Herr Kollege Banzer. Ich frage die Landesregierung, besteht für Lieferanten die Möglichkeit, ihre Rechnung der Landesverwaltung in elektronischer Form zu übermitteln? Herr Staatsminister Dr. Schäfer. Herr Abgeordneter Banzer, die Antwort ist eindeutig ja. Seit dem 1. Januar 2013 besteht die Möglichkeit, Rechnungen als PDF-Datei elektronisch zu übermitteln. Das wird auch anschließend medienbruchfrei elektronisch verarbeitet. Dazu gibt es auch einen entsprechenden automatisierten Workflow in der Landesverwaltung. Gleichzeitig werden wir ab dem 18. April diesen Jahres, also in wenigen Wochen, auch ermöglichen, Rechnungen, die nach dem Standard der Umsetzung der EU-Richtlinie 55 aus 2014 erforderlichen Veränderungen zu ermöglichen, sodass auch Rechnungen nach dem europäischen Rechnungsstandard elektronisch eingereicht und verarbeitet werden können. Herzlichen Dank. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann rufe ich auf die Frage 228. Fragestellerin ist die Kollegin Geis. Vielen Dank. Ich frage die Landesregierung, wie beurteilt sie die in vielen hessischen Städten und Gemeinden geübte Praxis, von den Eltern eine vom Arbeitgeber ausgestellte Arbeitszeitbescheinigung zu verlangen, um den Bedarf einer ganztägigen Betreuung und oder eines Mittagessens in der Kita zu überprüfen? Herr Staatsminister Klose. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Geis, zum besseren Verständnis der von Ihnen geschilderten Praxis mancher Kommunen gehe ich zunächst auf die Frage des zeitlichen Umfangs des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung ein. Dieser unterscheidet sich nämlich bei den unter 3- und den über 3-Jährigen. Der zeitliche Umfang des Rechtsanspruchs von Kindern im Alter von 1 bis 3 auf Förderung in Kindertagesbetreuung richtet sich gemäß der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nach dem durch die Erziehungsberechtigten definierten konkret individuellen Bedarf. Maßgeblich ist also das, was die Erziehungsberechtigten als Bedarf ausmachen. Für die Betreuung von Kindern zwischen dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt besteht nach überwiegender Rechtsauffassung nur ein Anspruch auf halbtägige Förderung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben nach der Regelung des SGB VIII darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen zur Verfügung steht. Da gesetzlich nach überwiegender Rechtsauffassung nur ein Anspruch auf halbtägige Förderung besteht, verlangen manche Kommunen von den Eltern eine Arbeitszeitbescheinigung. Darüber, wie Kommunen die Rechtslage gegenüber den Eltern im Einzelfall umsetzen und welche Nachweise sie in diesem Zusammenhang fordern, entscheiden sie in eigener Zuständigkeit. Es ist nicht Aufgabe der Hessischen Landesregierung, die Verwaltungspraxis der hessischen Städte und Gemeinden zu beurteilen. Im Streitfall wäre das Aufgabe der Gerichte. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Gibt es Zusatzfragen? Frau Kollegin Geis, bitte schön.
Dessen ungeachtet ist es ja sicherlich so, dass es trotzdem Ziel der hessischen Landesregierung ist, allen die entsprechende Betreuung, also so habe ich es jedenfalls verstanden, korrigieren Sie mich bitte, wenn es falsch ist, allen die Betreuung benötigen, die auch zur Verfügung zu stellen und das entsprechend von Landesseite zu unterstützen. Und vor dem Hintergrund möchte ich noch mal nachfragen, wie Sie beurteilen, wenn eine Stadt sozusagen von Arbeitgeber aller Erziehungsberechtigten eine Bescheinigung erwarten, aus der hervorgeht, an welchen Tagen sie einen tatsächlichen Betreuungsbedarf über 12 Uhr hinausgehend haben. Und wenn sie dann mitgeteilt bekommen, sollten sie keinen haben, behalten wir uns vor, die Mittagsplätze anderweitig zu vergeben, wie das von der Hessischen Landesregierung beurteilt wird. Herr Staatsminister Klose. Frau Abgeordnete Geis, wie gesagt, ich beurteile das nicht, weil es das Recht gibt ausdrücklich den Kommunen die Möglichkeit, so zu handeln. Ich habe ja dargelegt, warum es den Rechtsanspruch nur auf die halbtägige Förderung gibt. Und wir wissen, dass in Hessen, aber eben nicht nur in Hessen, Kommunen so verfahren, dass sie diese Arbeitszeitbescheinigung für den individuell konkreten Bedarf verlangen. Das ist eine Sache, die die Kommunen machen können. Und ja, so ist die Rechtslage. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Damit kommen wir zu Frage 231. Fragesteller ist der Kollege Warnecke. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich darf die Landesregierung fragen, wird bei der Vorgabe bei Staurettungsgasse von der Staudefinition, die das Verkehrsministerium zur Errechnung der Staulänge in Hessen definiert, ausgegangen? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Warnecke, der Sinn einer Rettungsgasse auf Straßen ist es, die erforderliche Durchfahrt von Polizei und Hilfsfahrzeugen im Falle von Verkehrsstörungen zu ermöglichen. Zu diesem Zweck gilt § 13 Absatz 2 der Straßenverkehrsordnung, der vorgibt, dass auf Autobahnen sowie Außerortstraßen mit mindestens zwei Fahrstreifen zwischen dem äußerst linken und dem unmittelbar rechts daneben liegenden Fahrstreifen eine freie Gasse zu bilden ist, sobald die Fahrzeuge Schrittgeschwindigkeit fahren oder zum Stillstand kommen. Diese verhaltensbezogene Vorgabe ist unabhängig von der durch die Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmer ohnehin nicht zu übersehenden Länge und Dauer der Störung. Insofern ist die auf Bannern entlang der hessischen Autobahnen abgedruckte Aufforderung bei Staurettungsgasse eine dem Medium geschuldete Vereinfachung zur besseren Begreifbarkeit der Regelung. Für die statistische Ermittlung der jahresbezogenen Staulängen und Dauer auf hessischen Autobahnen ist ein weitaus komplexeres, flächendeckend und automatisiert auszuwertendes Stauerfassungssystem erforderlich. Hierzu werden in Hessen insgesamt ca. 5.000 Sensoren betrieben, die die Verkehrsmenge und die Geschwindigkeit von Pkw und Lkw messen. In der Verkehrszentrale Hessen laufen alle Daten zusammen und werden analysiert. Anschließend wird die Länge und Dauer des Staus durch ein hochkomplexes Verkehrsmodell berechnet. Die Vorgabe zur Bildung einer Rettungsgasse und die statistische Erhebung der Staulängen und Dauer in Hessen dienen vollkommen unterschiedlichen Zielen. Sollte damit nachvollziehbar sein, dass die hierfür jeweils verwendeten Definitionen und Methoden nicht miteinander vergleichbar sind. Herzlichen Dank, Herr Minister. Eine weitere Zusatzfrage? Nein, nächste Zusatzfrage stellt Kollege Warnecke. Sehr verehrter Herr Minister Al-Wazir, können Sie nachvollziehen, dass die Bürgerinnen und Bürger, die beispielsweise am heutigen Vormittag den stockenden Verkehr von mehr als 8 Kilometer vorbildlich mit einer Rettungsgasse begleitet haben, diesen Begriff des Staus zugrunde legen und deshalb all das, was Sie da erklärt haben, wie der Stau in Hessen dann nachträglich berechnet wird, ob kapazitätsbedingt oder wie auch immer, im Alltag weniger eine Rolle spielt als die Frage, dass man sich tatsächlich mit der Rettungsgasse richtig verhält und dieses als Stau wahrnimmt, weil man auch zum Stehen kommt und wieder fährt und Sie vielleicht mal Ihre Definition verändern müssen, um sie der Realität anzupassen. Herr Staatsminister Al-Wazir. Also, sehr geehrter Herr Abgeordneter Warnecke, ich hatte ja gesagt, Sie haben ja auf die Banner hingewiesen bei Staurettungsgasse. Und ja, da geht es um die Frage, wenn der Verkehr sozusagen zum Stoppen kommt, am besten bevor er zum Stoppen gekommen ist, wenn man sieht, da ist was, sozusagen fahr auf der einen Seite nach links und auf der anderen nach rechts und mach in der Mitte eine Gasse frei. Die Definition für Stau bei der Frage Berechnung, Verkehrsmeldung, soll ich die Ihnen mal vorlesen?
wenn die mittlere Kfz-Geschwindigkeit in einem Minutenintervall unter 35 km/h abfällt, gleichzeitig die dadurch bestimmte Staulänge mindestens 1 Kilometer beträgt und dieser Zustand mindestens 5 Minuten anhält. Soll ich das aufs Banner schreiben und danach hinschreiben, Rettungsgasse? Ja. Ist das ernsthaft gemeint? Ja. So, jetzt fragen ja die Abgeordneten die Minister und nicht umgekehrt. Deswegen wird es wahrscheinlich keine Antwort darauf geben. Aber ich darf trotzdem fragen, ob es weitere Zusatzfragen gibt. Der Kollege Warnecke hat noch die Möglichkeit, eine zu stellen. Bitte schön. Ich gebe selbstverständlich die Antwort, die schon in der Frage lag, dass Sie ganz einfach dem Realverkehr Ihre Definition des Staus anpassen sollten, nicht umgekehrt mit einer fiktiven Diskussion, die Sie jetzt auch wieder erneut mit einer fiktiven Grundlage, die Sie real an 5000 Messstellen messen, den Verkehr anschließend staufreier machen, als er tatsächlich im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger ist. Das war meine Frage, ob Sie sich dahin bewegen wollen, weil das ja auch mit dem Hessischen Rundfunk tagtäglich im Verkehrsfunk gemeldet wird. Und die Bürgerinnen und Bürger sich mal fragen, aber es gab angeblich gar keinen Stau, nur Sie standen da drin eine halbe Stunde. Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Warnecke, ich könnte das gar nicht, weil alle 16 Länder nach diesen Kriterien verfahren. Aus guten Gründen. Ja, vielen herzlichen Dank. Nächste Zusatzfrage kommt vom Kollegen Bamberger. Na, ich krieg's. Na. Herr Minister, hielten Sie es für hilfreich, die doch sehr erfolgreiche Kampagne bei Staurettungsgasse zu erweitern, um den Slogan bei Stau und stockendem Verkehr, Rettungsgasse? Herr Staatsminister Al-Wazir. Herr Abgeordneter, das Problem ist ja immer, das werden Sie jetzt für verrückt halten, wenn ich Ihnen sage, dass wenn ich das vorschlagen würde, mir Hessen Mobil sagen würde, ist keine gute Idee, weil die nämlich sehr genau darauf achten und das teilweise wirklich psychologisch untersuchen lassen, was lenkt Leute wie lange vom Gucken auf die Fahrbahn ab? Und dementsprechend würden die mir dann sagen, das ist zu lang, also ganz abgesehen, ne, und führt im Zweifel dazu, dass jemand 0,3 Sekunden weniger auf die Fahrbahn guckt. Wenn das dann am Ende zum Unfall führt, woraus wieder ein Stau entsteht, dann hätten wir mit Zitronen gehandelt. Herzlichen Dank, Herr Minister. Gibt es weitere stautechnische Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann rufe ich auf die Frage 200. Gibt es noch eine? Nein. 237. Kollege Schalauske stellt sie. Bitte schön. Danke. Ich frage die Landesregierung, wie stellt sie sicher, dass Modernisierungsmaßnahmen des landeseigenen Wohnungsunternehmens Nassauische Heimstätte, wie aktuell etwa in der Jugendheimer Straße 53 in Frankfurt-Niederrad, sozial verträglich bzw. warmmietneutral erfolgen, wenn weiterhin 6% der Modernisierungskosten auf die Mieterinnen und Mieter umgelegt werden können? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Schalauske, die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte Wohnstadt ist sich ihrer besonderen Verantwortung und den damit verbundenen sozialen Auftrag sehr bewusst. Die Umsetzung dieses Auftrages wird auch durch den Aufsichtsrat gewährleistet, welcher mehrheitlich mit Vertretern des Landes Hessen besetzt ist und die Geschäftsführung in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben berät und begleitet. Um diesem Auftrag gerecht zu werden, hat die Gesellschafterversammlung der Nassauischen Heimstätte Wohnstadt am 31.10.2018 die Umsetzung einer umfassenden neuen Mietenstrategie beschlossen. Diese beinhaltet unter anderem die folgenden Punkte. Seit 2019 werden die Mieterhöhungen für Haushalte mit mittlerem Einkommen auf maximal 1% pro Jahr für die nächsten 5 Jahre begrenzt. Diese Deckelung umfasst etwa 75% der Mieterinnen und Mieter von Wohnungen, die nicht öffentlich gefördert werden. Die Bindungen von ca. 2000 Wohnungen, die zwischen 2018 und 2023 aus der Sozialbindung fallen würden, werden um 10 Jahre verlängert, mit entsprechend positiver Auswirkung. Stichwort an dieser Stelle keine Mieterhöhung. Maximal 6% der mietwirksamen Kosten werden nach einer Sanierung auf die Mieter umgelegt. Rechtlich möglich wären 8%. Bei Beschluss der Mietenstrategie waren sogar noch 11% rechtlich möglich. Ihrem sozialen Auftrag verfolgt die NHW auch dann, wenn Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Insbesondere bei der großen Herausforderung, den Bestand der Nassauischen Heimstätte Wohnstadt bis 2050 klimaneutral zu gestalten, sind erhebliche Investitionen notwendig. Dieses nachhaltige und erstrebenswerte Ziel ist jedoch nicht kostenlos zu erreichen. Ein völliger Verzicht auf Mieterhöhungen nach Modernisierungen ist nicht machbar.
In der Jugendheimer Straße 53 bis 57 in Frankfurt erhöht die Nassauische Heimstätte Wohnstadt die Miete durchschnittlich um 2 Euro den Quadratmeter von 6,86 Euro auf 8,86 Euro. Bei Mieten über 7 Euro vor der Modernisierung wird das mögliche Erhöhungspotenzial von 3 Euro den Quadratmeter, das gesetzlich möglich wäre, nicht ausgeschöpft. Insofern bleibt die Nassauische Heimstätte in solchen Fällen um 1 Euro den Quadratmeter unter dem gesetzlich zugestandenen Mieterhöhungspotenzial. Zudem verfolgt die Nassauische Heimstätte Wohnstadt bei jeder Modernisierungsmaßnahme stets das Ziel, möglichst eine Kompensation der Mieterhöhung zu erreichen, indem sich die später zu zahlenden Nebenkosten reduzieren. Wie Sie sehen, sind die Mieterhöhungen aus meiner Sicht sehr moderat verglichen mit dem, was beispielsweise börsennotierte oder andere rein privatwirtschaftlich orientierte Wohnungsunternehmen praktizieren. Stattdessen sehen Sie an der Mietenpolitik der Nassauischen Heimstätte, dass Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu einem bezahlbaren Mietpreis angeboten wird. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Es gibt eine weitere Zusatzfrage der Kollegin Kula oder wir haben eine quasi ach Sie sitzen Entschuldigung Herr Schalauske, bitte schön Herr Schalauske. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Sie haben jetzt die Zahlen ja auch selber genannt, haben sie aus Ihrer Sicht als sozialverträglich eingeschätzt. Ich will jetzt aber noch mal nachhaken. Sie haben die Zahlen pro Quadratmeter genannt. Halten Sie es für sozialverträglich, wenn die angekündigten Mieterhöhungen in Frankfurt am Main Niederrad zum Teil 115 Euro pro Monat für eine Mieterin, einen Mieter und damit knapp unter der von der NH selbst gesetzten Grenze, die Sie ja selber genannt haben, von 125 Euro pro Monat liegen. Das heißt, nach diesen Zahlen, wenn die denn so richtig sind, die Nassauischer Heimstätte den Spielraum, den sie sich gegeben hat, auch vollkommen ausschöpft, was wiederum eine Mieterhöhung von 125 Euro pro Monat für Mieterinnen und Mieter bedeuten könnte. Halten Sie das für sozialverträglich? Herr Minister. Herr Schalauske, ja. Im Gegenzug haben die Leute nämlich auch weniger Nebenkosten, weil ja eine modernisierte Wohnung, energetisch modernisierte Wohnung, ausdrücklich auch dazu beiträgt, dass man am Ende weniger Heizkosten und andere Kosten hat. Und zweitens, bitte nicht vergessen, man lebt dann auch in einer modernisierten Wohnung. Herzlichen Dank. Nächste Zusatzfrage stellt Herr Schalauske. Ja. Jetzt würde ich so gerne so viele Fragen stellen, aber ich darf nur eine stellen. Deswegen würde ich den Minister gerne oder frage ich den Minister, es hat ja einen Brief der Mieterinnen und Mieter gegeben, die eine andere Wahrnehmung von der Sozialverträglichkeit der Maßnahme haben, als Sie sie jetzt präsentiert haben und mit konkreten Forderungen an die Nassauische Heimstätte. Ich glaube, dieser Brief war auch an Sie persönlich gerichtet. Deswegen wäre meine Frage, wann beabsichtigen Sie diesen Brief zu beantworten oder haben Sie ihn schon beantwortet? Und falls ja, was haben Sie denn den Mieterinnen und Mietern geantwortet auf Ihren sehr konkreten Forderungskatalog hin? Herr Minister. Sehr geehrter Herr Schalauske, vielleicht muss man an dieser Stelle noch mal sagen, dass ich der Aufsichtsratsvorsitzende bin und nicht der Geschäftsführer. Und dass vielleicht an dieser Frage, wenn ein Mieter der Auffassung ist, dass die Mieterhöhung zu hoch ist, dass ich das sozusagen durchaus sehe und dass Sie ja auch ziemlich organisiert das dann hier auch abfragen. Aber ich glaube an dieser Stelle, dass wir aus guten Gründen eine, wie ich finde, gute Strategie haben. Wir haben Stichwort Mietenstrategie beispielsweise ja zum Beispiel entschieden, dass jetzt nicht bei Modernisierungsmaßnahmen, aber bei in Anführungszeichen normalen Mieterhöhungen bei Leuten mit unteren oder mittleren Einkommen höchstens 1% gemacht wird. Ich habe, glaube ich, diese Woche oder letzte Woche in der Zeitung gelesen, dass in Wiesbaden mit Zustimmung der Linksfraktion im Stadtparlament gesagt wurde, dass die GWW 1,66% erhöhen darf, mit der Begründung, man müsse die wirtschaftlich gesunde Gesellschaft noch darstellen können. Insofern sehen Sie, dass wir an dieser Stelle mit unserer mehrheitlich landeseigenen Gesellschaft deutlich sozialere Strategien fahren als andere, die vor Ort mit Zustimmung der Linksfraktion passieren. Ich stelle es nur fest. Herzlichen Dank. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann kommen wir zur Frage 238. Fragestellerin ist die Kollegin Löber. Bitte schön.
Ja, ich frage die Landesregierung, welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit Straßen mit einer hohen Dringlichkeit in das Landesstraßenbauprogramm aufgenommen werden? Herr Minister Al-Wazir. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Löber, zur Beurteilung von sanierungsbedürftigen Streckenabschnitten werden folgende objektiv-fachlichen Kriterien herangezogen: Verkehrssicherheit, Verkehrsbedeutung der Strecken, Verkehrsqualität, Umfeldsituation, Wirtschaftlichkeit und Straßenzustand. Diese Beurteilung mündet in eine Dringlichkeitsreihung aller Streckenabschnitte, bei denen aus fachlicher Sicht ein Handlungsbedarf besteht. Herzlichen Dank. Zusatzfrage, Frau Kollegin Löber. Welche dieser Kriterien werden von der L3048 im innerörtlichen Teil in Gladenbach, von der Bahnhofstraße bis zum Ortsausgang sowie im Stadtteil Mornshausen im Bereich der Hauptstraße nicht erfüllt? Herr Minister. Also, verehrteste Abgeordnete, wir haben über 7000 Kilometer Landesstraßen in Hessen. Glauben Sie jetzt, dass ich wirklich Ihnen sagen kann, in welchem 100-Meter-Abschnitt welcher Zustand da ist? Ja, Frau Kollegin Löber hat noch eine Zusatzfrage. Bitte. Ja, Herr Staatsminister, vielleicht ganz kurz, wenn ich das darf, auf Ihre Frage. Ich bin schon davon ausgegangen, dass Sie sich den Wahlkreis des Fragestellers vielleicht angucken, weil sich das dann manchmal erschließt. Meine Zusatzfrage wäre dann, können Sie im Nachgang vielleicht dann noch beantworten, wann die Bürgerinnen und Bürger an dieser Straße damit rechnen können, dass das ins Landesstraßenbauprogramm aufgenommen wird, vielleicht dann nachträglich? Herr Minister. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, das Wesen der Sanierungsoffensive ist, dass das nicht nach Wahlkreisarithmetik passiert, sondern nach fachlichem Zustand. Und die 7000 Kilometer werden sozusagen in 100-Meter-Abschnitten genau nach diesen Kriterien bewertet. Und dann wird eine Dringlichkeitsreihung gemacht. Ich weiß, dass aus Sicht jedes Abgeordneten und jedes Bürgermeisters und jeder Bürgermeisterin das eigene Schlagloch immer das tiefste ist. Da habe ich auch Verständnis für. Aber wir machen das nach fachlichen Kriterien. Und bei aller Liebe, ich kann Ihnen, da ich nicht genau weiß, von welchem 100-Meter-Abschnitt Sie jetzt reden, auch nicht sagen, wie der Zustand ist und dementsprechend auch nicht sagen, wann der drankommt. Genau deswegen ist es ja eine fachliche Begutachtung. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Nächste Zusatzfrage stellt der Kollege Gagel. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Staatsminister, meine Frage ist ein bisschen allgemeiner. Sie haben den Straßenzustand selbst als einen von mehreren Kriterien genannt. Müsste man nicht eigentlich den Straßenzustand als Kriterium selbst prioritär behandeln, im Sinne von Eigentum verpflichtet? Das Land Hessen ist nicht letztlich auch selbst verantwortlich für sein Eigentum und sollte den Zustand mancher Landesstraßen prioritär für eine Sanierung in Betracht ziehen? Herr Staatsminister. Ja, natürlich spielt der Straßenzustand eine Rolle, aber es gibt eben auch noch andere Kriterien. Das allererste Kriterium ist die Verkehrssicherheit. Wenn die Verkehrssicherheit nicht gegeben ist, dann ist sozusagen das sehr hoch, was in der Dringlichkeit angeht. Und deswegen ist völlig klar, dann muss dann sagen zwischendurch in Anführungszeichen ausgebessert werden. Wenn das auf lange Sicht eben nicht dazu führt, dass die Verkehrssicherheit gegeben sein ist, muss man sanieren. Aber es gibt auch noch andere Kriterien, zum Beispiel: Ist das eine Strecke, auf der beispielsweise Busse fahren, ÖPNV? Ist das eine Strecke, die, falls auf der Autobahn ein Unfall ist, ein Stau ist, die als Umleitungsstrecke ausgewiesen ist? Ist das eine Strecke, wo zum Beispiel viele Leute wohnen und wo am Ende das auch zu Lärmemissionen führt, ja? Schlagende Kanaldeckel oder Ähnliches? Ist das ein Punkt, ganz klar? Das sind die Kriterien, nach denen dann bewertet wird, dann gibt es Punkte in Anführungszeichen und so entsteht die Liste. Und deswegen ist die Verkehrssicherheit, der Straßenzustand natürlich einer der wichtigsten Punkte. Aber wenn Sie beispielsweise eine Straße haben, die in schlechtem Zustand ist und am Tag, sagen wir mal, von 400 Autos befahren wird und Sie haben eine Straße, die von 4000 Autos befahren wird, dann glaube ich, ist es auch im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, dass wir die mit den 4000 zuerst machen.
Das finde ich eigentlich auch logisch. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Nächste und damit auch letzte Zusatzfrage hat der Kollege Warnecke. Sehr geehrter Herr Verkehrsminister, da Sie ja schon so charmant meiner Kollegin geantwortet haben, habe ich die Frage, ob Sie bereit wären, ihr die notwendigen Informationen schriftlich zukommen lassen zu können. Herr Staatsminister. Also, ich meine mich sogar zu erinnern, dass wir auf unserer Homepage den exakt letzten Straßenzustandsbericht abschnittsweise veröffentlicht haben. Das können Sie sich alles anschauen. Aber ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, wir gucken auch uns gerne noch das Protokoll noch mal an und beantworten dann auch die einzelne Frage. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich wundere mich manchmal darüber, was alles so gedacht wird, wie ein Ministerium arbeitet. Aber wir machen gerne auch das möglich. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Damit kommen wir zu den neuen Eingängen. 239 wurde zurückgezogen. Ich rufe auf die Frage 240. Fragestellerin ist die Kollegin Kula. Ich frage die Landesregierung, wie viele Schulen nutzen derzeit die Lernstandserhebungssoftware QOP? Herr Staatsminister Prof. Lorz. Frau Abgeordnete Kula, nach der aktuellsten Erhebung der Betreiberfirma, also der HFP Informationssysteme GmbH, nutzen derzeit 292 Schulen die Lernstandserhebungssoftware QOP. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Gibt es Zusatzfragen? Das ist ja, Frau Kollegin Kula, bitte schön. Ja, vielen Dank für die Antwort. Gibt es denn bereits Erkenntnisse über den Nutzen für den individuellen Lernfortschritt von QOP? Staatsminister Prof. Lorz. Frau Abgeordnete, es gibt grundsätzliche Studien, jetzt nicht spezifisch zu QOP, aber grundsätzliche Studien zu der Wirksamkeit von Lernverlaufsdiagnostik. Das ist ja, da ist ja QOP ein Instrument davon. Und die zeigen, dass die Kinder in den Klassen mit Lernverlaufsdiagnostik signifikant höhere Lernzuwächse erzielen als die Schülerinnen und Schüler in Vergleichsklassen, wo diese Diagnostik nicht betrieben wird. Deswegen halte ich ehrlich gesagt sehr viel davon, dass wir solch eine Lernverlaufsdiagnostik betreiben. Und alle Rückmeldungen, die wir aus den Schulen bekommen, die damit arbeiten, sagen eigentlich auch, dass QOP diese Aufgabe sehr gut erfüllt in den Bereichen, die davon abgedeckt werden. Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es Zusatzfragen? Frau Kollegin Kula. Dann habe ich noch die Frage, warum denken Sie, nutzen nicht alle Schulen, die es nutzen könnten, diese Lernstandserhebungssoftware, wenn sie so hoch gelobt ist? Herr Minister. Ja, Frau Abgeordnete, ich setze auch in dieser Hinsicht auf Freiwilligkeit. Also ich will das den Schulen nicht verordnen, sondern die müssen davon überzeugt sein. Die müssen auch wissen, was sie damit anfangen. Auch wenn ich Ihnen gerade gesagt habe, die Studien belegen das, dass die Diagnostik zu einer Verbesserung der Leistungen der Schülerinnen und Schüler führt. Aber das liegt natürlich jetzt nicht in der Diagnostik als solcher. Also es genügt ja nicht, den Test zu machen und dann werden automatisch die Leistungen besser. Sondern die Diagnostik gibt den Lehrkräften eine bessere Informationsbasis, auf deren Grundlage sie dann mit den Schülerinnen und Schülern gezielter arbeiten können. Das heißt aber, um die Diagnostik herum muss eine Schule eben auch sonst ein entsprechendes Konzept haben, wie sie dann mit den Ergebnissen dieser Diagnostik umgeht. Das haben noch nicht alle Schulen, aber es werden sukzessive mehr. Herzlichen Dank. Gibt es weitere Zusatzfragen? Das ist nicht der Fall. Damit kommen wir zu Frage 241. Fragesteller ist der Kollege Janke Pürschen. Herr Präsident, ich frage die Landesregierung. Gibt es für das Klinikum Groß-Gerau vor dem Hintergrund einer fehlenden, aussagekräftigen Krankenhausplanung bereits ein fertig abgestimmtes Zukunftskonzept unter Einbeziehung eines mit den Krankenkassen ausgehandelten Budgets? Vielen Dank. Es antwortet Herr Staatsminister Klose. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Pürsün, ich möchte Sie zunächst darauf hinweisen, dass die aktuelle Krankenhausplanung sowohl gültig als auch aussagekräftig ist. Die Kreisklinik Groß-Gerau GmbH durchläuft derzeit ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung. Es ist Aufgabe von Geschäftsführung und Insolvenzverwaltung der Kreisklinik, ein Sanierungs- bzw. Zukunftskonzept zu erstellen. Das Konzept kann auf Grundlage
und im Rahmen des bestehenden Versorgungsauftrags erstellt werden. Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration hat keine Kenntnis vom aktuellen Stand eines Zukunftskonzepts. Herzlichen Dank. Gibt es Zusatzfragen? Bitte schön, Herr Kollege Pürsün. Herr Staatsminister, die Kommunikation vor Ort war ja, dass man schon weiß, wie es weitergehen soll. Jetzt habe ich Sie gerade ebenso verstanden, dass es kein Zukunftskonzept gibt. Können Sie das noch einmal bestätigen? Herr Staatsminister. Ich kann Ihnen nur bestätigen, dass wir keine Kenntnis von einem möglichen Zukunftskonzept haben. Ob es eins gibt, was vor Ort diskutiert wird, und das ist ja auch die Aufgabe vor allem des Trägers, dazu kann ich weder Ja noch Nein sagen. Herzlichen Dank, Herr Minister. Weitere Zusatzfrage stellt der Kollege Kummer. Ja, Frage Sie, Herr Minister. Zukunftskonzept. Die Entfernung von Wiesbaden nach Groß-Gerau ist also groß. Gab es dann Ihrerseits den Versuch, in ein Gespräch zu kommen mit der Kreisklinik Groß-Gerau GmbH und dem zuständigen Träger, dem Eigentümer dieser Klinik, nämlich dem Landkreis Groß-Gerau? Und gibt es Ihrerseits das Interesse, aber das wäre jetzt die Frage 1b, diesen Standort Groß-Gerau für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung zu erhalten? Herr Staatsminister. Herr Abgeordneter Kummer, es ist zunächst mal die Aufgabe des Trägers, es ist eine Kreisklinik, das habe ich gesagt, ein entsprechendes Zukunftskonzept aufzustellen. Der Kreis ist in Bezug auf diese Klinik bisher nicht an das Ministerium herangetreten. Es gab sehr wohl ein Gespräch. Ich meine, es war relativ zu Beginn, als die ersten Berichte in den Zeitungen auftauchten. Aber da sind Sie dann so schlau wie ich, indem es darum ging, ein sogenanntes intersektorales Gesundheitszentrum anzudenken. Da war ja auch im Gespräch mit den Kostenträgern ein Globalbudget zu vereinbaren. Aber das ist keine Sache des Landes, sondern es ist eine Sache des Trägers, zusammen mit den Krankenkassen darüber eine Verständigung herbeizuführen. Und wenn der Kreis wünscht, dass das Ministerium sich an dieser Stelle irgendwie einschaltet, ist er jederzeit gerne gesehen. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Weitere Zusatzfrage stellt die Kollegin Böhm. Ja, danke schön. Meine Frage an den Staatsminister lautet, der Landeskrankenhausrahmenplan ist von 2009. Wann ist es denn beabsichtigt, den neuen, schon lange angekündigten Landeskrankenhausplan zu veröffentlichen oder bekannt zu geben? Herr Staatsminister. Frau Abgeordnete Böhm, Sie wissen ja, dass es sich beim Krankenhausplan um ein verwaltungsinternes Planungsdokument handelt. Der braucht dann eine Zustimmung des Landeskrankenhausausschusses und dann auch einen Kabinettsbeschluss. Und ich kann Ihnen mitteilen, dass der Landeskrankenhausausschuss am 10. Februar über den Plan beraten hat, sodass wir jetzt in die nächsten Schritte gehen. Herzlichen Dank. Die letzte mögliche Zusatzfrage hat der Kollege Pürsün als Fragesteller selbst. Herr Staatsminister, Sie haben vorhin ganz Hessen überrascht mit der Aussage, dass es eine aussagekräftige Krankenhausplanung gibt. Was sagt denn diese aussagekräftige Krankenhausplanung für den Standort Groß-Gerau? Herr Staatsminister. Wie ich Ihnen vorhin gesagt habe, gibt es für die Kreisklinik Groß-Gerau einen Versorgungsauftrag, und der ist auch im Krankenhausplan niedergelegt. Herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende der Möglichkeiten für die Frage 241 und ich rufe 242 und ich rufe auf die Frage. Welche rufen wir denn jetzt auf? 242. Und wir rufen auf die Frage 242, der Kollege Janki Pürsün. Bitte schön. Herr Präsident, ich frage die Landesregierung, sind für Sie bei einem Diabetesanteil von 8,1% der Bevölkerung im Landesdurchschnitt die Werte zwischen 10,6 und 11,4% für die Landkreise Vogelsberg, Hersfeld-Rotenburg und Werra-Meißner auffällig? Herr Staatsminister. Herr Abgeordneter Pürsün, die
AOK Hessen hat diese und weitere Zahlen ja im Gesundheitsatlas Hessen im Jahr 2019 veröffentlicht. Deutschlandweit liegt die Prävalenz für Diabetes Typ 2 laut AOK-Studie bei 8,5%. In Hessen liegt der Anteil der Betroffenen bei 8,1%. Das heißt, dass Hessen im bundesweiten Vergleich relativ gut abschneidet. Gleichzeitig fallen regionale Unterschiede bei Diabetes mellitus Typ 2 auf. Es handelt sich dabei um eine im Laufe des Lebens erworbene Form der Diabetes, die durch verschiedene Lebensstilfaktoren begünstigt wird. Hierzu zählen beispielsweise Bewegungsmangel und eine unausgewogene Ernährung, Faktoren, die unter anderem zu starkem Übergewicht führen können. Der Zusammenhang zwischen Adipositas und Diabetes Typ 2 ist wissenschaftlich ebenso belegt wie der Zusammenhang mit sozialer Benachteiligung. Zwei der drei von Ihnen genannten Landkreise weisen einen besonders hohen Anteil an sozial benachteiligten Bürgerinnen und Bürgern auf, wenn man die Zahlen des vom Robert-Koch-Instituts entwickelten German Index of Socioeconomic Deprivation heranzieht. Daraus ergibt sich besonderer Unterstützungsbedarf, den die Landesregierung erkannt und entsprechende Maßnahmen in die Wege geleitet hat. Wir finanzieren deshalb gemeinsam mit der GKV-Gemeinschaft die Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit. Sie berät Kommunen dabei, Akteure aus dem Gesundheitswesen und anderen gesundheitsrelevanten Handlungsfeldern für mehr gesundheitliche Chancengleichheit gezielt zu vernetzen und soziallagenbezogene Maßnahmen der Prävention und Gesundheitsförderung zu entwickeln. Außerdem fördert die Landesregierung Stabsstellen in den hessischen Landkreisen, die die Entwicklung regionaler Gesamtstrategien koordinieren. Dazu gehören Präventionsmaßnahmen genauso wie Projekte und Maßnahmen, um die Versorgungsstrukturen im ländlichen Raum zu sichern und weiterzuentwickeln. Vielen Dank. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Kollege Warnecke. Sehr geehrter Staatsminister, als Wahlkreisabgeordneter eines Teils des Landkreises Hersfeld-Rotenburg interessiert mich natürlich schon, welche sozialen Benachteiligungen Sie meinen. Meinten Sie gerade die Unterversorgung mit Ärzten? Herr Staatsminister Klose. Herr Kollege Warnecke, ich habe ja ausdrücklich Bezug genommen auf den entsprechenden Index, den Deprivationsindex des Robert-Koch-Instituts, der dieser Studie zugrunde liegt. Er zieht Indikatoren aus den Bereichen Bildung, Beruf und Einkommen heran und kommt zu dem Schluss, dass in Deutschland zum Teil ausgeprägte regionale Ungleichheiten in der Lebenserwartung, im Auftreten von Krankheiten und gesundheitlichen Beschwerden sowie im Gesundheitsverhalten bestehen. Und diese Bestimmungsfaktoren regionaler Unterschiede sind dann insbesondere die demografische Struktur und die soziale Lage der Bevölkerung. Sie können mit Unterschied hinsichtlich des Bedarfs an medizinischen Leistungen einhergehen und sind deshalb Ansatzpunkte für die Präventionsarbeit, für den öffentlichen Gesundheitsdienst und für die Bedarfsplanung für die ambulante, stationäre und pflegerische Versorgung. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Und so schade das ist, so schön die Fragestunde war. Jetzt haben wir nur noch eine einzige Frage, und das ist die Frage 243 der Kollegin Schacht-Sauer. Bitte schön, Frau Kollegin. Ja, vielen Dank. Ich frage die Landesregierung, wann wird der Bau der Ortsumgehung der B8 in Limburg-Lindnershausen realisiert werden? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Schardt-Sauer, wie Ihnen bekannt ist, ich beziehe mich hier auf die Fragestunde der 8. Sitzung des Landtages in dieser Legislaturperiode am 2. April 2019, gehört die B8 Ortsumgehung Limburg-Lindenholzhausen zu den Bundesstraßenmaßnahmen des vordringlichen Bedarfs in Hessen, die derzeit aufgrund ihres Planungsstandes nicht prioritär bearbeitet werden. Insoweit kann derzeit auch keine Aussage darüber getroffen werden, wann die Maßnahme realisiert wird. Herzlichen Dank. Gibt es Zusatzfragen? Erste Zusatzfrage, Kollegin Schardt-Sauer. Ja, vielen Dank, Herr Minister, für die Erinnerung. Ich beziehe mich auf eine Antwort auf eine kleine Anfrage des Kollegen Eckert. Drucksache 20-1289, da führen Sie aus, dass alle Voruntersuchungen, alle Planungen für dieses Teilstück beauftragt und abgeschlossen sind. Also alles, was man untersuchen kann, ist gemacht. Und jetzt frage ich mich für die Bürger dort, die warten, was muss noch gemacht werden? Herr Staatsminister Al-Wazir.
Also, sehr geehrte Frau Abgeordnete Schardt-Sauer, da in dieser Legislaturperiode so viele kleine Anfragen gestellt werden, habe ich jetzt nicht jede einzelne wortgetreu im Kopf. Ich kann Ihnen an dieser Stelle vielleicht aber nur sagen, dass ich davon ausgehe, dass vielleicht bestimmte Planungsschritte gemacht sind, andere aber noch nicht. Und insofern müsste ich an dieser Stelle jetzt, um Ihnen diese Frage zu beantworten, erstmal mir die kleine Anfrage wieder durchlesen, die ich jetzt hier gerade nicht habe. Naja, ja, herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Es wundert mich sehr, aber nächster Fragesteller ist der Kollege oder Zusatzfragesteller ist der Kollege Eckert. Bitte schön. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Ich kann bei den kleinen Anfragen gerne aushelfen. Herr Minister, ich habe aber trotzdem eine Nachfrage. Sie haben gerade beantwortet von der 8. Plenarsitzung. Wir haben jetzt heute die 33. und haben eigentlich gesagt, dass nichts passiert ist. Die Frage, Sie haben also tatsächlich in der gesamten Zeit zum Thema Ortsumgehung Lindenholzhausen das links liegen lassen und es gibt keine weiteren neuen Ergebnisse seitens der Straßenbauverwaltung. Ist das richtig? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Eckert, der Bundesverkehrswegeplan heißt Bundesverkehrswegeplan 2030. Ich darf mal daran erinnern. Und umfasst 92 Maßnahmen. Und im Übrigen gibt es da zusätzlich noch viele Bedarfe. Ich darf mal daran auch an dieser Stelle erinnern, dass der jetzige Bundesverkehrswegeplan nach meiner Erinnerung ein Bauvolumen von über 8 Milliarden Euro umfasst, während der vorhergehende Bundesverkehrswegeplan, der so von 2003 bis 2016 gegolten hat, 3,6 Milliarden Euro umfasst hat. Das heißt, Hessen Mobil hat über das Doppelte an Bausumme umzusetzen im Vergleich zu dem vorher und von dem vorher wurde weniger als die Hälfte umgesetzt. Wir haben also reagiert und haben an dieser Stelle ausdrücklich gesagt, Stichwort Personalplanung, zusätzliche Planerinnen und Planer geschaffen. Ich habe den Personalabbau gestoppt 2014. Danach ging es Schritt für Schritt wieder aufwärts. Und ich darf mal daran erinnern, dass ich Anfang Januar Ihnen die Planung für das Jahr 2020 vorgestellt habe. Wir werden 2020 erstmals überhaupt in der Geschichte des Landes Hessen über 1 Milliarde Euro verbauen, im Landesstraßenbau, im Autobahnbau, im Bundesstraßenbau. Ein großer Teil. Oh, Herr Naas, Sie sind auch da. Ich habe Sie schon ganz vermisst. Dementsprechend, ja, sehen Sie, auch wenn es Bundesmittel sind, die verbaut werden, muss ja irgendwer das abwickeln. Und das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hessen Mobil. Und ich bedanke mich, dass ich mich an dieser Stelle noch mal ausdrücklich für die gute Arbeit dort bedanken kann. Und ich darf an diesem Punkt auch noch mal sagen, dass aus meiner Sicht es am besten ist, das ist wie wenn Sie, Herr Eckert, das habe ich Ihnen auch schon mal gesagt, zu Hause aufräumen, dass Sie nicht in allen Zimmern im Keller und der Garage gleichzeitig anfangen, sondern Schritt für Schritt vorgehen. Und genau das tun wir. Und Sie wissen, dass wir momentan in der Ausgründung der Autobahngesellschaft sind, dass wir dann sehen müssen im Jahre 2021, inwieweit das komplett umgesetzt wird oder nicht. Dann wird die Frage sein, wie viel Personal eigentlich dann an welchen Bereichen zur Verfügung steht. Und deswegen haben wir gesagt, dass wir 2021 dann die Prioritätenliste neu bearbeiten werden. Und das macht aus meiner Sicht auch Sinn, weil es fachlich begründet ist. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Minister. Nächste Zusatzfrage stellt die Kollegin Schardt-Sauer. Ja, vielen Dank, Herr Minister, für die Ausführung der Leistungen von Hessen Mobil. In den Zahlen selber will das mit Sicherheit keiner bestreiten, aber es geht hier um eine Ortsumgehung und die betroffenen Bürger dort. Und ich möchte jetzt noch mal nachfragen, also Sie müssen nicht die ganze kleine Anfrage lesen, sondern Sie beantworten ja die Frage von Herrn Eckert, dass alle Voruntersuchungen, Planungsleistungen, Untersuchungen vergeben und abgeschlossen sind. Punkt. Jetzt frage ich noch mal für die Bürger in Limburg-Lindenholzhausen, wann wird aufgrund des fulminanten Status von Hessen Mobil in diesem Jahr was passieren? Herr Staatsminister. Sehr geehrte Frau Schardt-Sauer, ich ahne, was ich da geantwortet habe.
Stichwort Voruntersuchungen. Eine Voruntersuchung ist noch kein Vorentwurf, ist erst recht noch keine Entwurfsplanung, ist erst recht noch keine Planfeststellung. Deswegen bleibe ich bei dem, was ich am Anfang gesagt habe. Das kann man momentan nicht sagen. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Letzte mögliche Zusatzfrage stellt der Kollege Gagel. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Staatsminister Al-Wazir, wir gehen die B8 ein bisschen runter in den Rheingau-Taunus-Kreis. Dort die Ortsumgehung Waldems-Esch habe ich auch hier letztens schon mal nachgefragt. Sie haben seinerzeit in einem Schreiben an den Landrat des Rheingau-Taunus-Kreises erwähnt, dass Hessen Mobil derzeit aufgrund der Personalsituation nicht in der Lage ist, aufgrund planerischer Kapazitäten dort weiterzumachen. Wie ist denn dort der Sachstand bezogen auf die Ortsumgehung? Dankeschön. Herr Staatsminister Al-Wazir. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Kollege Eckert könnte noch nach Brechen, Niederbrechen fragen, ist auch an der B8. Ich will an dieser Stelle sagen, wir können hier jetzt nicht alle 93 Projekte und ihren jeweiligen Sachstand ohne Vorbereitung abfragen. Das geht an dieser Stelle nicht. Herr Staatsminister, herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende der Fragestunde angelangt. Ich bedanke mich sehr herzlich.